So, dann wollen wir doch ein bisschen mal miteinander sprechen. Nein, nicht beleidigen. Kennenlernen. Kennenlernen, Oliva, genau. Benja. Kinkuba Koiba? Oh, yes. Floima Ah, Charisma-Fähigkeit. Charno? Das ist gut. Oh, Und habt ihr übrigens gesehen, was für geile Haare sie hat? Ich finde die absolut genial. Nebenbei bemerkt, das ist übrigens ein Mod. Mit Hutschocker reinlegen, okay. Schmezzeltambra. Ah, a flush. Garnouche Quaver. Bon gravy? Oh, yibs. Reniquasaur. Sickle-hoo, Hanif. Chimere Jabin Slothfish. Was haben wir von Tag? Wir haben heute Sonntagmorgen, okay? Tagesaufgabe, Witze schreiben, Musik üben. Also, wir müssen was Musik üben. Das können wir natürlich noch nicht, weil wir noch nichts verdient haben. Obwohl, wenn ich so drüber nachdenke. Schauen wir mal eben. Ach, die ist noch gar nicht. Ach nee, das ist die andere, die ist noch nicht freigeschaltet. Die Geige, die ist definitiv. Das ist eine Kindergeige. Moment. Dann haben wir noch die Simivaria-Geige, ein klassisches Streichinstrument in Sandformuhr. Da würde ich doch fast sagen, entweder die oder das ist beides mit Spaß 3. Einmal Geigenfähigkeit, einmal Gitarrenfähigkeit. Ja gut, ist eigentlich Blödsinn. Eigentlich braucht sie ja die Gitarrenfähigkeit. Später soll sie dann auch mal den Flügel bekommen, aber der ist uns im Moment natürlich noch zu teuer. Ich würde einfach mal sagen, ich hau jetzt einfach mal das Geld raus. Und schau mal, dass ich das bei ihr ins Zimmer stelle. Ich hoffe, sie kommt dann überhaupt noch ins Bett. Moment, wir machen es anders. Wir stellen das einfach hier vorne vor ihr Zimmer. So, dann werden wir dieses Bett noch beanspruchen. Sie wird das Bett hier hinten beanspruchen. Und unsere gute Businessdame wird das Bett hier vorne beanspruchen. So, dann schauen wir mal eben, was ist denn mit ihr? Ideale Stimmung, selbstsicher. Ja gut, die hat sie ja, die Selbstsicherheit. Da kann sie jetzt im Moment nicht wirklich viel machen. Was ist mit ihr? Berichte ausfüllen ist die Tagesaufgabe. Okay. Haben wir denn irgendwelche Berichte im Inventar drin? Nö. Ist das denn für ein komischer Grafikfehler hier? Ah, sie hat auch schon mal die Charisma-Fähigkeit erhalten. Okay. Kriegen wir das auch noch hin, wenn ich mit ihr vielleicht rede? Kokett? Oh! Hat sie sich etwa in ihre Freundin verguckt? Na? Was geht denn jetzt ab? Willkommen in der Nachbarschaft. Ja, willkommen zurück. Ich weiß nicht, wo du dich gerade aufhältst. Hat sie die Comedy-Fähigkeit erworben? Das ist schön, aber sie soll eigentlich kein Comedy-Star werden. Achso, ich dachte gerade schon, sie ist gemein zu ihr, okay. Ah, jetzt hat sie auch die Charisma-Fähigkeit. Charisma, genau. Das hört sich so komisch an. Komm, stell dich mal freundlich vor. Stell dich vor. Los. Lass die nicht wieder abhauen. Ah, so. Benja. Mister.
Genau, bedanke dich erstmal dafür, dass sie überhaupt gekommen ist. So, dann reden wir mal ein bisschen mit denen. Nach Karriere fragen wir auch noch. Nachbarn hereinbitten. Über Musik gesprochen. Nee, das ist gemein. Hat erfahren, dass Vanessa als Werbesprecherin arbeitet. Ah, da müssen wir doch mal direkt mit ihr rangehen. Weil sie möchte ja überall im Business berühmt werden. So, lerne ihn mal ein bisschen kennen, red mal ein bisschen über Interessen. Sie ist fröhlich. Ja, das ist doch schön. Ah, Michelle wissen wir ja, dass sie eine Kunstliebhaberin ist. Reden gerne über Kunst. Ach so, Kunst, genau. Da müsste ich auch noch was für aufstellen. So für sie als Hobby. Aber es kann natürlich sein, dass sie irgendwie noch einen PC möchte oder so. Also ein bisschen was von dem Geld müssen wir schon noch behalten. Vor allen Dingen brauchen wir noch Geld fürs Wohnzimmer. Ja, redet mal ein bisschen miteinander. Quatscht mal ein wenig. Polizistenwitz, den können wir machen, weil sie arbeitet ja nicht als Polizistin. Hat die Comedy-Fähigkeit erworben. Ja, das ist schön. Die braucht sie jetzt in ihren Job nicht so wirklich. Aber das ist doch schön, wenn man sie hat. Über Büroaffäre tratschen. Aha. ja, ich habe jetzt kein Wort verstanden, aber ich nehme das jetzt mal einfach so hin. So. Über Interessen reden. Schalten wir auch mal direkt auf die Bedürfnisse um. Ja, das ist aber soweit alles noch okay. Von neuen Alben schwärmen. Versuchen vorzustellen? Wie jetzt? Ich denke, die reden jetzt schon die ganze Zeit miteinander. Ja. Ach so. Andeuten, dass Vanessa überbewertet wird. Anziehung andeuten. Okay. Bewunderung ausdrücken. Ja, machen wir mal Bewunderung. Nach Interessen fragen. Kompliment über Aussehen machen. Schleim dich mal so richtig ein. Hat die Videospielfähigkeit erworben. Wieso eine Videospielfähigkeit? Hallo, Michelle ist im Büro. Die muss arbeiten. Die kann jetzt nicht mit dem Handy rumspielen. Eigentlich hat sie ja jetzt voll die Rockstimme hier. So, kann sie sich noch... ja, komm, wir machen noch ein Kompliment. Und dann gehen wir erstmal rein und üben mal ein wenig... Gitarristen engagieren. Okay, üben mal ein wenig mit der Gitarre. Aha.
Du bist so schnucklig wie eine Sandwichscheibe. So. Ach, ich habe gar kein... Oh! Oh ja, da sagst du jetzt etwas sehr Peinliches und Wichtiges zugleich. Und zwar haben wir gar keine Tür, aber wir wollen ja gar keine Klotür einbauen. Moment. Charakterlose Haustür. Ja, irgendwie sehen die alle ziemlich charakterlos aus. Filmstudio-Tür. Eine Tür, die in einer Vielzahl von Themen erhältlich ist. Von Filmstar über Friseur bis hin zu Vorsicht nicht betreten. Das wäre doch mal eine coole Idee. So als Eingangstür. Aber das ist natürlich auch doof, ne? Nee, irgendwie. Aber an sich wäre es mal eine coole Idee. Ich wollte aber eigentlich eine Doppeltür haben. Warum, weiß ich nicht, aber ich mag die Doppeltüren irgendwie. Die sind alle so teuer, ne? Oh, ja. Eigentlich müsste die Tür ja sowieso hier sein. Das werden wir ja schon mal nicht mehr hinkriegen. Dann würde ich sagen, machen wir die hier rein. Sind wieder Unmengen an Geld losgeworden. So, bitteschön, jetzt kannst du noch mal üben gehen. Ja, super, jetzt hängt sie auch noch im Hintergrund auf dem Klo. Aber sie scheint auf jeden Fall Spaß daran zu haben. Lektion, Musikliebhaberin. Ariella, ja, das wissen wir ja selber, dass sie eine Musikliebhaberin ist. Aber sie fängt halt klein an. Sie darf dann auch gleich mal auf Toilette gehen. Oh mein Gott. Da hat sich sogar meine erste Stunde besser angehört. Es wird aber so langsam. Dann schauen wir doch mal nach den anderen. Die sind hier immer noch am Sprechen. Ja, klar. Ja, klar sind wir immer noch am Sprechen. Ja, klar. Beziehungsweise sie steht eigentlich nur hier. Sie ist gar nicht so groß am Sprechen. Ich wollte eigentlich... Ja... Ach so, ich wollte aber eins noch geguckt haben. Doch, ein Spiegel ist drin. Weil ein Spiegel ist, glaube ich, für die schauspielerischen Fähigkeiten wichtig. So, bei deren Bedürfnissen ist soweit noch alles in Ordnung. Sie möchte immer noch nicht auf Toilette gehen. Sie möchte lieber üben. Ja, und die beiden reden jetzt von Lamas. Okay. Ich schaue jetzt trotzdem mal eben nach einer Staffelei. Kunst. Ja, so eine Kunst meinte ich jetzt nicht. Ich hätte, glaube ich, vielleicht doch lieber Staffelei schreiben sollen. So, Staffelei in Kreativ. Die sind wahrscheinlich... Oh, geht noch. Ist nicht ganz so teuer. Die sind auf jeden Fall zu teuer hier. Ich würde sagen, dass wir ihr dann eine Staffelei... Ja, auch mal wieder davor setzen. Ach, ich gehe immer erst in die falsche Richtung. Obwohl, eigentlich könnten wir die Staffelei auch nach draußen setzen. Das wäre eigentlich logischer, ne? Also momentan zumindest. Wir stellen die mal nach draußen. So. Wo ist sie denn? Da. Sie ist immer noch am Spielen. Sie darf aber gerne mal ein selbstsicheres Gemälde malen. Genau, für 100 Dollar. Das wäre doch perfekt, weil wenn wir hier noch so ein bisschen Geld verdienen könnten nebenbei, hat die Malereifähigkeit erworben. Okay, wir schauen ihr mal so ein bisschen über die Schultern, was wir da noch so sehen.
was sie jetzt malen wird. Mal schauen. Das darfst du auch gerne ein bisschen schneller malen. Mhm. Es soll auf jeden Fall ein Löwe werden. Wenn sich da denn mal was tun würde. Ah, das ist der König der Löwen. Verstehe. Ja, es ist okay. Hat die Gitarrenfähigkeit erworben. Aufgrund ihrer neuen Gitarrenfähigkeit kann Ariella jetzt mit dem Instrument üben. Mit höheren Fähigkeiten leveln, bla bla bla, das ist klar. Ja, schön. Moment. Halt, stopp, 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 stopp. An Sammler verkaufen, wie nur für 87. So geht das aber nicht hier. Ich denke, das Ding bringt uns 100 ein. So, immerhin. Dann gehst du bitte erstmal deine Blase entleeren. Und dann müssen wir mal gucken. Am besten... Abendessen servieren. Die essen ja gerade schon selber alle. Was? Du isst ja am besten Joghurt. Das geht schnell. So, ihr habt auch gar keine Stühle, ne? Wo ihr dran sitzen könnt. Oh, da steht ein Mülleimer. Mitten im Weg, das ist ja toll. Die Frage ist, wenn ich den jetzt da hinstelle, steht der dann wirklich so im Weg, dass die nicht mehr rauskommen oder kommen die dann noch raus? Ah, nee, sie kommen noch raus. Okay, wunderbar. Dann passt das ja. Ich würde auch sagen, sie isst jetzt noch mal was. Ich würde auch sagen, wir lassen das Ganze jetzt auch mal ein bisschen im Schnelldurchlauf laufen. Auf dem Weg zum Ruhm. Sims können jetzt berühmt werden. Es gibt viele verschiedene Wege, ein Promi zu werden. Und wenn der Sim seine Fähigkeiten verbessert und in seiner Karriere voranschreitet, eröffnen sich neue Wege zum Ruhm. Dein Sim kann zum Beispiel berühmt werden, indem er die Schauspielerkarriere einschlägt. Ja, das haben wir schon gemacht. Oder die Medienproduktionsfähigkeit an der Video- oder Musikstation erhöht. Okay. Halte nach Interaktionen Ausschau, die mit Ruhm gekennzeichnet sind. Sie helfen dir, ein richtiger Star zu werden. Okay, da ist sonst nichts mehr. Ja, ist doch wunderbar. Warum bist du jetzt am Üben? Eigentlich soll sie ja jetzt mit der Gitarre üben. Du brauchst nicht mit der Gitarre zu üben. Ja, ja. Nein. Geh schlafen oder so. Keine Ahnung. Geh da weg auf jeden Fall. So, du übst jetzt noch ein bisschen, weil du musst fleißig sein. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob die jetzt... Frère Jacques. My Bonnie is over the ocean. Okay. So, Bedürfnis ist klar. Ich wollte jetzt aber eigentlich wissen... Ach, da ist es doch. Ja, um 9 Uhr muss die anfangen. Stimmt, sie muss ja jetzt erstmal... Obwohl Tagesaufgabe Musik üben, also da hat sie ja schon mal was gut gemacht. Das ist super. 11 Stunden bis zur Arbeit, ja. Sie kann auch ein bisschen üben und danach kann sie dann schlafen gehen. Ist das jetzt überhaupt ihr Bett gewesen hier vorne? Doch, ja klar, ich habe es ja davor hingestellt. So, danach kann sie dann schlafen. Ich würde sagen, ich blende das hier mal ein bisschen aus. Hört sich ja schlimm an. Level 3. Dann kannst du jetzt mit dem Üben aufhören und dich etwas schlafen legen.
Ja, man sieht, es ist eine ziemliche Bruchbude im Moment. Und ja, so im Nachhinein habe ich mir gedacht, ich wäre vermutlich noch mal günstiger gekommen, wenn ich nur die Zimmer hingestellt hätte, ohne alles quasi und Betten reingestellt hätte. Es wäre zwar dann eine Riesenbruchbude gewesen, aber immerhin. So, du darfst jetzt für alle das Frühstück machen. Ich hoffe, das dauert nicht allzu lange. Eigentlich sollen die alle was Kostenloses essen, aber hat die Kochfähigkeit erworben. Das sieht man jetzt nicht so. Ja, es war ja wieder so klar. Mädel, warum? Wieso isst du Chips? Chips aus dem Kühlschrank zum Frühstück? Geht es noch? Du sollst aber eigentlich das Frühstück essen. Also das finde ich jetzt nicht nett. Das finde ich jetzt wirklich nicht nett. Zum Essen rufen. Ich rufe die jetzt mal alle zum Essen, so. Naja, wenigstens isst sie dann davon auch noch was. Wo ist denn die Letzte im Bunde? Ist sie noch am Schlafen? Nee. Oh, ich höre ein Flugzeug. So, schauen wir mal. Du brauchst auch noch ein bisschen Spaß. Oh, sie hat Hunger. Ach, doch, sie schläft noch. Oh. Sie sollte aber lieber nicht schlafen. So, nimm dir erstmal eine Portion. Genau. Hallo, du sollst was essen. Ach so, ich dachte schon. So, danach darfst du dann deine Blase nochmal wie ein Champion pieseln. Okay, wie pieselt man denn wie ein Champion? Okay, die sind beide schon zur Arbeit. Wieso ist sie noch nicht zur... Ach so, sie hat gerade keinen Job, kann das sein? Mädel, wie ist es denn mit dir? Verfügbare Castings ansehen. Ach, die muss man selber annehmen. Ah, das ist ja blöd. Das habe ich jetzt vorher nicht gewusst. Okay. Cowboy. Ja gut, da könnte sie natürlich gut für üben. Level 2 der Gitarrenfähigkeit. Ja, dann müssten wir bis dahin, müssten wir sie wirklich noch ransetzen, damit sie da üben kann. Bis 490. Charisma-Fähigkeit, Geschicklichkeitsfähigkeit, Comedy-Fähigkeit. Ach, sie muss alles so ein bisschen üben. Ja gut. Fängt am Dienstag an. Wir haben ja jetzt noch Montag. Wir nehmen mal das Casting und üben noch ein bisschen an der Gitarre, ne? Würde ich mal sagen. Sie sollte aber wirklich noch sehr viel mehr üben. So, das gibt mir hier natürlich auch ein bisschen. Level 2 der Gitarre. Okay. Eigentlich reicht das ja schon. Dann üb mal ein bisschen das Schauspielern. Floopy, Pippa nee, nee, Wanoosh, Sarakini, Yaze, Lanarg, Imi B, Habari, Griffex.